Instagram und so poste ich sehr häufig Bilder von Milo. Ihr seht ihn hier unten. Und da kriege ich so häufig die Frage, ob ich denn nicht mal ein Video mit ihm drehen kann. Und genau das habe ich vor. Milo und ich, wir machen heute zusammen mal den Haustier-Tag. Ne, mein kleiner Schatz? Das ist der Milo und das ist ein Chihuahua. Ganz häufig kriege ich Fragen. Kannst du mal sagen, was du für eine Katze hast und was das für eine Rasse ist? Haben die dich Katze genannt? Oh, ist doch ein Hund. Nein, ich habe keine Katze. Ich habe einen Chihuahua. Hier ist er. Und ja, das ist auch ein reinrassiger Chihuahua. Schwarz-weiß, wie ihr sehen könnt. Und sein Name ist Milo. Huch, nicht so schnell. Milo ist knapp 4 Jahre alt. Und jetzt fange ich einfach mal an mit den Fragen. Milo, bleib mal hier. Komm mal hier hin. Komm, bleib mal hier ein bisschen, ja? Erste Frage, was war dein erstes Haustier und sein oder ihr Name? Meine ersten beiden Haustiere waren 2 Meerschweinchen. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich die bekommen habe. Ich glaube, ich war 8 oder so. Ich kann es euch nicht mehr genau sagen. Und das waren, wie gesagt, 2 Meerschweinchen und die hießen Bibi und Tina. Und ja, Bibi und Tina, ich denke, jeder kennt Bibi und Tina. Ich habe es geliebt. Ich habe früher die Kassetten rauf und runter gehört. Und ja, das waren meine ersten beiden Haustiere. Zweitens, hast du dir es gewünscht oder war es ein Familienwunsch? Die habe ich mir gewünscht. Ich wollte unbedingt Meerschweinchen haben und dann habe ich halt irgendwann welche bekommen. So, die dritte Frage. Lebt es noch? Nee, die Meerschweinchen leben nicht mehr. Viertens, was ist dein Lieblingstier? Also früher hätte ich die Frage sofort mit Meerschweinchen beantwortet. Mittlerweile ist es aber auf jeden Fall der Hund. Und zwar dieser hier. Nein, generell, wir haben noch zwei andere Hunde. Die gehören halt meinen Eltern und er hier gehört mir. Und ja, ich würde sagen, Hunde sind auf jeden Fall meine Lieblingstiere. Hast du jetzt Haustiere? Ja, ich habe Milo. Ne, Mimi? Sechstens, hat sein Name eine Bedeutung? Eigentlich nicht. Ich hatte überlegt, als ich ihn vom Züchter geholt hatte, hatte ich überlegt, okay, wie nenne ich ihn denn? Und da habe ich halt alle möglichen Namen überlegt und letztendlich habe ich mich dann für Milo entschieden, weil ich den Namen einfach ganz süß finde. Aber ich schreibe den M-Y-L-O. Das fragen mich immer ganz viele. Die schreiben dann M-I-L-O-W, wie der Sänger, glaube ich. Nein, ich schreibe ihn M-Y-L-O und ja, ich finde den Namen irgendwie ganz süß und er passt auch zu ihm. Frage Nummer 7. Was ist dein schönstes, lustigstes Erlebnis mit ihm? Oh, also er ist so ein witziger kleiner Hund. Da hat man eigentlich jeden Tag ein schönes und lustiges Erlebnis. Aber was ich einmal ganz besonders süß und witzig fand, war bei meinem Freund. Da hatte ich ihn dabei. Und da hatten wir auch noch ein paar andere Freunde zu Besuch. Und wir haben irgendwie einfach auf der Couch gesessen und einen Film geguckt oder so. Und er hatte keinen Platz auf der Couch. Und er darf halt immer auf der Couch liegen. Und dann war er irgendwie, glaube ich, ein bisschen angepisst, dass er nicht auf die Couch durfte und hat dann einfach ganz plötzlich sich hochgestellt, also nur auf die Hinterbeine gesetzt und saß dann einfach nur so vor mir und ich habe es gar nicht bemerkt. Auf einmal meinte dann meine Freundin zu mir, guck mal, was der Milo da macht. Der saß wirklich minutenlang, saß der einfach nur so da und hat mich so angeguckt, also gebettelt, dass ich ihn endlich auch auf die Couch nehme und das sah so süß aus und da habe ich auch ein Bild von, das kann ich euch gerne mal einblenden. Ja, das war schon ein ziemlich süßes Erlebnis. Frage Nummer 8. Hast du dir schon mal große Sorgen um sie oder ihn machen müssen? Ja, also er hatte schon mal so eine Phase, da hat er nicht gefressen. Also er ist generell so ein bisschen pingelig mit dem Fressen, aber dann in einer Phase hat er wirklich mal komplett nichts mehr gefressen. Dann hat er auch ganz häufig gebrochen und hat Durchfall. Und ich dachte wirklich, was ist da los? Da war ich in der Tierklinik, habe ihn komplett durchchecken lassen. Die haben aber nichts gefunden und das hat sich dann irgendwann von alleine wieder geregelt. Frage Nummer 9. Würdest du gerne noch mehr Haustiere haben? Ja, generell hätte ich gerne noch so ein kleines Ding hier. Ich hätte auch gerne Katze. Meerschweinchen finde ich eigentlich auch süß, aber die machen immer so viel Dreck mit dem Streu und dem Heu und so weiter. Das finde ich dann nicht so toll. Aber generell eine Katze finde ich süß oder noch ein Hund, aber das mache ich jetzt im Moment nicht. Da habe ich einfach keine Zeit für. 10. Frage. Was findest du besser, Tiere vom Züchter oder aus dem Tierheim zu holen? Generell ist es eigentlich egal, finde ich. Ich habe jetzt den Milo vom Züchter geholt, weil ich einfach einen Hund haben wollte, den ich ganz nach meinen Vorstellungen erziehen kann. Wenn man einen Hund aus dem Tierheim holt, sind die ja meistens schon älter und dann muss man irgendwie klarkommen, dass man manche Verhaltensweisen einfach nicht mehr abtrainiert bekommt. Besonders ich bin ja keine absolute Hunde-Expertin, ich bin kein Hundetrainer oder so. Das heißt, das hätte mir dann wahrscheinlich viel abverlangt, sage ich einfach mal. Und so konnte ich jetzt einfach
meinen kleinen Welpen großziehen und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ich finde es aber auch sehr schön, wenn Tiere vom Tierheim geholt werden. Ich habe schon viele Meerschweinchen dort geholt und ja, aber einen Hund wollte ich doch lieber gerne vom Züchter holen. Frage Nummer 11. Bist du irgendwelchen Organisationen beigetreten, die sich für den Tierschutz engagieren? Also so gesehen nicht. Das heißt also, ich spende jetzt nichts oder so. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe den Milo allerdings bei so einer Internetorganisation angemeldet, die einfach, wenn er mal weggelaufen ist und so, dass man ihn dadurch dann wiederfinden kann, sag ich mal. Ich komme gerade nicht auf den Namen, ich habe das jetzt auch gerade nicht hier. Ich kann es vielleicht einblenden, wenn es mir wieder einfällt. Und die engagieren sich auf jeden Fall auch für den Tierschutz und ja, so sieht's aus. Und da kann man halt dann auch spenden hin und wieder, da kriegt man Post und so. Ja, und die letzte Frage lautet: Wie viel Präsenz hat dein Haustier in deinem Leben und in deinem Herzen? Ja, wahnsinnig viel. Wie gesagt, das ist mein kleiner Schatz und der liegt jetzt hier so süß. Er hat wahnsinnig viel Präsenz und so in meinem Herzen. Also, das kann man gar nicht in Worte fassen. Das ist eigentlich wie so ein kleines Kind. Also, als ob ich ein ganz kleines, süßes, haariges Kind hätte. Er hat einen wahnsinnig großen Platz in meinem Herzen, natürlich. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr konntet Milo auch ein bisschen näher kennenlernen. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns in einem neuen Video ganz bald wieder. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!